Hey Leute, was geht? Hier ist Honka und willkommen zu meinem nächsten Guide von Tribes of Midgard. Heute zeige ich euch, wie ihr alle Klassen mit Leichtigkeit freischalten könnt. Und von dem her wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, erstmal zu den ganzen Klassen in Tribes of Midgard. Wir haben den Waldläufer, den Krieger, den Wächter, Seher, Jäger, Berserker, Schildwache und den Hüter. Also wir haben 8 verschiedene Klassen. Und ich gehe jetzt mal nach und nach auf die einzelnen Klassen ein. Also den Waldläufer und den Krieger haben wir schon von Anfang an freigeschalten. Um die müssen wir uns nicht kümmern. Ich würde euch allerdings empfehlen, am Anfang den Krieger zu verwenden, um die restlichen Klassen freizuschalten. Weil der ermöglicht einem schon so ein bisschen besseres Handling mit den Gegnern in-game als der Waldläufer. Und dann gehen wir gleich mal auf den Wächter ein. Für den Wächter müsst ihr 3 Jotuns in einer Welt besiegen. Bedeutet, ihr müsst bis zur Jotun Level 3 kommen. Es müsste der dritte Jotun gespawnt sein und den müsst ihr besiegen. Was an sich ziemlich einfach ist. Am besten holt ihr euch eine Nornenaxt mit den Materialien aus dem Tümpelland. Am besten Nornenaxt Level 2. Braucht dazu 13 Stacheln von Limbdwürmern, 6 Pilzmondblitze von den Camps aus dem Tümpelland und 2 Werwolfzähne. Dann habt ihr auf alle Fälle genug Schaden, um den Jotun zu besiegen und es sollte ganz easy sein. Dann kommen wir als nächstes zum Seher, meiner Meinung nach die beste Klasse in ganz Tribes of Midgard. Ihr müsst ganz easy 10-mal die Welt über den Beefthirst verlassen. Den Beefthirst könnt ihr verlassen, sobald ihr den ersten Jotun besiegt habt. Der Jotun spawnt am Ende von Tag 2. Das heißt, ihr solltet normalerweise an Tag 3 die Möglichkeit haben, den Jotun zum ersten Mal zu besiegen. Und dann geht ihr ganz einfach über den Beefthirst raus und das Ganze müsst ihr 10-mal machen. Entweder spielt ihr ganz normal oder ihr sagt eben, okay, einmal nach 30 Minuten den Jotun töten, aus der Welt rausgehen und das Ganze immer wieder. Dann habt ihr den eigentlich recht schnell zusammen. Als nächstes kommen wir zum Jäger. Um den Jäger freizuschalten, müsst ihr alle Teleportationsschreine in einer einzigen Welt finden. Ist an sich jetzt nicht so schwer. Ist ein bisschen zeitaufwendig, weil ihr natürlich die komplette Welt erkunden müsst, überall hin und alle Steine aktivieren. Ich würde euch dazu ganz einfach den Seher empfehlen. Der hat ja das Talent, um Temperatureffekte zu negieren. Und dadurch habt ihr dann auch in der Wüste und im Schneegebiet ein einfaches Spiel und müsst euch da keine Sorgen machen, dass ihr da zu viel Schaden reinbekommt. Genau, und ansonsten dann einfach Welt erkunden, alles aktivieren und fertig. Zum Berserker. Um den Berserker freizuschalten, habe ich eine recht einfache Taktik benutzt. Die Taktik, die ich nur empfehlen kann, um die 20 Gegner in 10 Sekunden zu töten, ich habe am Ende geschafft, 20 Gegner in 3 Sekunden zu töten, ist, dass ihr ab Tag 6 eure Base mit Toren zumacht. Vor Tag 6 lohnt sich das Ganze noch nicht, weil da kriegt ihr im Normalfall nicht genug Gegner zusammen. Und dann macht ihr eben die Tore zu, wartet bis Nacht wird. Und ihr sammelt dann die Gegner vor den Toren ungefähr eine Minute oder einen Ticken länger. Also ihr könnt auf der Minimap einfach oben so ein bisschen einen Überblick behalten, wie viele Gegner sich da jetzt befinden. Und am besten habt ihr die Nornenaxt auf Stufe 2 oder Baldres Schwert. Aus dem einfachen Grund, beides macht Blitzschaden. Und die Heldlinge, die Base angreifen, sind eben schwach gegen Blitzschaden. Und wie ihr dann vorgeht, ist, nachdem ihr die Gegner 1,5 Minuten gesammelt habt, geht ihr zum ersten Tor, macht das Tor auf, schaut, dass ihr alle Gegner besiegt, die vor dem Tor stehen. Und wenn ihr Glück habt, sind genug von den Gegnern dabei gespawnt, die auch nochmal, wenn sie getötet werden, 2 extra Gegner spawnen. Und dann solltet ihr eigentlich 0, nichts die 20 Gegner in ein paar Sekunden getötet haben. Dann als nächstes kommen wir zur Schildwache. Schildwache 25 Angriffe in 10 Sekunden blocken. Hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen wild an, ist aber sehr, sehr einfach zu machen. Ihr pickt dafür einfach den Wächter, also Wächter als Klasse auswählen. Und dann habt ihr beim Wächter nämlich das Talent Unerbittliche Verteidigung. Könnt ihr, glaube ich, schon mit Level 4 könnt ihr das Talent dann skillen oder auswählen. Und was das Ganze macht, ist, ihr blockt omnidirektional, also komplett um euch rum, 360 Grad. Wenn ihr das Schild praktisch nimmt zum Blocken, blockt ihr alle Angriffe um euch rum ab. Und wie ihr dann vorgeht, ihr geht einfach ins Tümpelland, sammelt 5 von den kleinen Goblins ungefähr zusammen und haltet einfach blocken. Und das war's eigentlich schon.
dann habt ihr innerhalb von ein paar Sekunden habt ihr die 25 Angriffe zusammen, weil die fünf Viecher Steine auf euch schmeißen oder auf euch einprügeln. Und das ist dann richtig easy. Und dann habt ihr auch schon die Schildwache freigeschalten. Dann als letztes kommen wir zum Hüter. Das ist wahrscheinlich die schwerste Klasse zum Freischalten, meiner Meinung nach. Ihr müsst nämlich in einer einzigen Welt mindestens bis zu Tag 16 kommen. Also ihr müsst 15 Tage überleben. Bedeutet, Anfang von Tag 16 muss sein. Dazu müsst ihr auf alle Fälle schauen, die Base muss mit Toren verstärkt werden. Und ihr baut euch am besten auch Bogenschützentürme, wo ihr die Türme dann mit Pfeilen befüllt, damit die auch nochmal mehr Schaden machen. Und ein ganz guter Tipp, den ich nur empfehlen kann, ist, dass ihr, wenn Jotun spawnt, wenn er spawnt, sehr weit runterhauen, dass er nur noch 1, 2, 3 Hits aushält und dann den in die Nähe von der Base kommen lassen und erst kurz bevor er an der Base dran ist, dann wirklich finished. Hat den Vorteil, dass der nächste Jotun erst später spawnt und die Jotuns werden natürlich immer stärker und der vierte wird dann schon echt knackig. Dementsprechend schaut, dass er den nächsten Jotun spawn so weit wie möglich rauszögert und achtet wirklich drauf, dass Anfang von Tag 16 ist und ihr dann das Achievement bekommt. Nicht schon bei Tag 15 rausgehen, sondern erst, wenn Tag 16 oben steht. Leute, das war's auch schon, wie man die ganzen Klassen mit Leichtigkeit freischalten kann. Ich habe euch jetzt mal erzählt, wie ich das Ganze gemacht habe. Für mich war das so die einfachsten Methoden. Das war eigentlich gar kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, vor allem mit dem Berserker und der Schildwache. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, um zukünftige Videos dann auch zu sehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute, und bis zum nächsten Video. Haut rein!